herzlichen Dank für eure Vorlagen, eure Zeichnungen. Ich hatte Riesenfreude, die anzuschauen und ein bisschen so mir Gedanken dazu zu machen. Vor 2 Wochen hatte ich ja dann die Aufgabe ja gestellt und euch diese Vorlage hier gezeigt bzw. vorgegeben und gesagt, ihr könnt da machen damit, was ihr möchtet. Ihr könnt den Ausschnitt frei wählen, ihr könnt umsetzen, wie ihr wollt. Darum, ich werde auf diese Zeichnungen ganz ja, konkret eingehen, also versuchen einzugehen, technische Aspekte da zu bestimmen und mir das Ganze aus der grafischen Sicht anzuschauen, im Sinn vom Ausschnitt her. Was habt ihr gewählt? Warum habt ihr gewählt? Ich danke euch, also ich danke den 5, die mir ihre Zeichnungen geschickt haben. Und die 5, das sind Claudia, Laura, Lydia, Michaela und Ulrike. Also vielen Dank euch. Und ich denke, ein paar mehr haben auch da mitmachen wollen. Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Vielleicht habt ihr da nicht den Mut gehabt, mir das zuzusenden oder hattet gedacht, ja, das ist noch nicht gut genug oder vielleicht gefällt es ihm nicht. Es muss mir nicht gefallen und das geht es überhaupt nicht. Es geht rein um die Zeichnung und das, was ihr damit gemacht habt, also mit der Vorlage. Ich fange an mit Claudia. Ich gehe alphabetisch. Der Reihe nach. Okay, Claudia schreibt mir hier meinen Beitrag zur Challenge. Wie gesagt, es ist keine Challenge, es ist einfach eine Vorgabe. Gemalt im Skizzenbuch 12,5 x 20,5 cm mit Bleistift und Aquarell. Aquarell nutze ich erst seit diesem Jahr. Wie ihr seht, Claudia hat ein ziemlich kleines, es ist ein kleines Skizzenbuch. Das bedingt, dass man schon da nicht alles zeichnen kann natürlich, sondern effektiv nur mit einem Ausschnitt arbeiten kann. Und es ist noch spannend, weil dieses Männchen ist ja wie 5% vom Bild, also ganz, ganz wenig, aber ist bei vielen auch das Thema. Was mir als erstes aufgefallen ist, die Platzierung des Ausschnitts im Skizzenbuch. Und zwar haben wir hier unten sein Füdli und seine Beine sind abgeschnitten. Im Vergleich zur ganzen Seite sackt das Ganze ein bisschen runter. Und was ich dir hier als Tipp geben könnte bei so kleinen Formaten vor allem, jetzt wenn du zum Beispiel so eine Seite hast, bei kleinen Formaten, dass sie auch nicht so auf die Seite da rauspreschen und die Kanten da ein bisschen tangiert werden, hilft es oft, vor allem an der Kante hier beim Bund, eine kleine Linie zu ziehen mit dem Bleistift und auch unten beim Boden eine kleine Linie zu ziehen. Und da hast du automatisch einen Bildrahmen, wo sich das Bild drin entfalten kann. Und du zeichnest dann effektiv nur bis dahin. So, und bis dahin. Falls etwas dann rüberlumpt, wie zum Beispiel jetzt hier das Füdli, hat es immer noch Platz. Aber da bist du mit diesem kleinen Rahmen, bist du ein bisschen so wie fokussierter auf dem Blatt Papier. Und es ist ein kleiner Trick, aber hilft enorm. Vor allem bei kleinen Formaten. Bei großen hast du eh dann wahrscheinlich genug Papier rundherum, wo man dann den Anschnitt wählen kann, falls man das einrahmen möchte. Aber beim Skizzenbuch sind so kleine Tricks wirklich Gold wert. Wie gesagt, man kann da immer noch drüber zeichnen. Ja, das ist das Einzige, was mir jetzt da wirklich negativ aufgefallen ist. Ich finde klasse die Kontraste, also die Figur im knalligen Rot mit also hier mit den starken Strichen. Im Gegensatz dazu dann der Hintergrund, obwohl er in der Vorlage etwas stärker ist, hast du es sehr gut hinbekommen, dass er etwas ja, zurückgedrängt wird und so das ganze Bild ein bisschen Perspektive bekommt und Tiefenwirkung bekommt. Das ist sehr gut. Auch mit den Farben, ein leichtes Gelb, nach hinten wird es noch heller. Hier ist das Gelb noch ein bisschen dunkler, da wird es noch heller. Also auch hier das sehr gut getroffen. Für eine kurze, schnelle Skizze, damit dass du jetzt ein paar Monate Aquarell arbeitest, tipptopp. Das Einzige noch an der Figur, ich sehe hier noch also Proportionen, die stimmen schon. Was mir noch auffällt, ist dann die Perspektive. Also du hast alles richtig getroffen, außer die Teile. Die läuft jetzt, das hat jetzt eine kleine Untersicht. Also wenn ich jetzt da von unten nach oben schaue, hat es diese Rundung. Ja, diese Rundung. Alles andere hat natürlich diese Rundung hier, weil du von oben runter schaust. Auch hier alles korrekt. Auch die Wand hier, das ist alles Aufsicht. Bei der Taille hätte es so etwas sein müssen. So hier. Genau. Mindestens ein gerades Stück, aber dann effektiv etwas, das nach unten schaut. Genau wie hier, hier, hier und hier. Hier auch ein bisschen. Das ist okay. Ja, okay. Also, Claudia, vielen Dank. Die nächste Person ist Laura. Und Laura hat mir ein ziemlich ausführliches Mail geschrieben. Mir fiel es erstmal schwer, ein Motiv für mich daraus zu finden. Es war viel, für mich fast schon zu viel drauf. Das ist aber wohl wegen meiner Reizfilterschwäche normal. So habe ich Abschnitt für Abschnitt dein Foto erkundet.
Der Warm-Kalt-Kontrast Straße-Laden war auch sehr reizvoll, aber ich wollte den Hund und die Spiegelung im Schaukasten hervorheben. Die Zeichnung steckt in meinem Aquarell-Sketchbook auf Cold-Pressed Cottonpapier und hat annähernd DIN A5, also ziemlich klein. Ich binde selbst, top, da passen die Maße nicht so und ist vorwiegend mit Füller und wasserfester Tinte gezeichnet. Ein wenig Aquarellfarbe steckt natürlich auch drin. Da ich stets etwas Grünes im Urbanen brauche, ist noch ein Baum dazugekommen. Der musste einfach sein. Ich hoffe, das Bild gefällt dir. Muss es nicht. Auch wenn ich deine Vorlage stark verändert wiedergegeben habe. Tipptopp. Man kann alles machen, was man will. Um das geht's ja. Okay, und hier haben wir dein Bild, Laura. Es ist ja, fast eine Schwarz-Weiß-Umsetzung und ich finde hier ist dieses Urbane mit dem Baum und dem Blau, finde ich klasse, so etwas in diesen Kasten hier einzubauen. Spannend ist hier, du hast den Pinocchio, diese kleine Puppe hier, weggelassen. Wahrscheinlich, weil es dann zu viel war, wie du schreibst. Auch die Sachen, die hier hängen, du hast das Ganze viel vereinfacht. Ich finde die Striche sehr gehaltvoll, sehr dynamisch. So Sachen hier, wie du dann wirklich frei suchst und ein bisschen so in die Formen eintauchst und nicht einfach so zack, 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 so architektonisch das Ganze suchst, sondern du bist wirklich sehr organisch mit der Materie, vertraut mit dem Stift und da kann man wirklich sehr gut auf die Unebenheiten eingehen. Es sind Steine, aber sie sind sehr lebendig, diese Steine. Du hast hier ganz wunderbar hier gesucht und mit dieser Struktur kann man auch sehr gut schon mal die Schatten setzen. Du hast sie dann mit einer Fläche akzentuiert. Ich finde, deine Striche sind sehr lebendig. Was ich auch ganz toll finde, ist, dass du hier auf dem Blatt einen unsichtbaren Rand gelassen hast auf allen Seiten. Wie ich das vorher erwähnt habe bei Claudia, du hast hier bereits diesen Rahmen hier eingezeichnet, also eingezeichnet nicht, aber du hast ihn freigelassen und das gibt dem Bild so eine Bild-in-Bild-Präsenz, obwohl es auf dem Notizbuch ist. Und das sieht schon mal wirklich sehr gut aus. Es gibt noch ein bisschen Luft zum Atmen, also dieser kleine Weißraum, der tut effektiv viel für das Bild. Vor allem, wenn das Format sehr klein ist. Wie du ja geschrieben hast, ist ein A5-Format. Also auch hier der Ausschnitt auch sehr gut gewählt. Ich sage mal, wenn ich jetzt drüber zeichne, wenn ich jetzt mal die klassische Drittelregel anwende, dass du effektiv in einem Drittel dann das Hauptspiel, dann hier das Hauptspiel und du hast noch die Diagonale, wo sich die beiden dann treffen. Also von dem her hier, auch hier mit der Diagonale, mit der Türschwelle, das geht sehr gut auf. Also der Ausschnitt ist sehr gut gewählt. Hier natürlich auch ganz schön, die ganze Fläche in der Vorlage ist ja sehr, sehr dunkel. Und du hast sie jetzt freigelassen bzw. sehr, sehr leicht akzentuiert. Ist auch sehr smart von dir, hier eine gewisse Sicherheit gelassen hast, nicht zu viel zu betonen, sondern einfach offen lassen. Also das ist auch eine gute Taktik, wenn du nicht weißt, wie man etwas bearbeiten sollte oder wenn du mit etwas nicht umgehen möchtest, entweder weglassen oder in eine Farbe tauchen, vielleicht wenn es im Schatten liegt, dann ganz ins Dunkle reintauchen und einfach mal so sein lassen und vielleicht die Sachen, die dann vom Hellen ins Dunkle kommen, leicht in das Dunkle einlaufen lassen und dann sein lassen. Aber den Hund hast du nur mit kleinen Farbtupfern ein bisschen koloriert, genau wie das Bild. Was ich sehr gut finde, gibt es ein Zweierspiel hier, Bild und Hund. Und schlussendlich finde ich, wie gesagt, deine Striche sehr, sehr stark, sehr lebendig auch. Was ich hoffe, dass du diesen Strich, diese Art Dynamik oder diese Erzählform des Striches nicht verlierst oder beziehungsweise nicht versuchst, daher etwas Gerades draus zu machen oder etwas Schöneres in Anführungszeichen, das es überhaupt nicht braucht. Auch dieses kleine Suchen hier mit diesen freien, lebendigen Linien finde ich sehr, sehr schön. Die verlieren sich ein bisschen im Hund, weil da ist jetzt plötzlich so alles schwarz. Ein bisschen so wie hier, so Akzente setzen, ein bisschen diesen Schatten zu suchen, diese organischen Formen zu suchen, hätte ihm vielleicht noch gut getan, also nicht allzu schwarz. Aber ich weiß schon, die Vorlage ist sehr, sehr dunkel. Das zwingt einen fast, also zwingt nicht, aber das drängt sich fast schon auf. Da ist es schwierig, dann davon abzusehen. Okay, das ist also Laura. Vielen Dank dafür. Dann haben wir Lydia. Und Lydia hat mir auch eine E-Mail geschrieben. Die möchte ich euch vorlesen. Hier mein Beitrag. Habe mir Pinocchio ausgesucht. Ich habe mal einzelne Schritte gesendet. Das schauen wir uns auch an, diese Skizzenschritte. Dies ist eine recht schnelle Zeichnung mit Blei und Buntstift. Ich bin nicht sehr pedantisch, wie unschwer zu erkennen ist. Das Zeichnen macht mir wirklich Spaß und ich beschäftige mich erst seit kurzem mit Perspektive und anderen Grundlagen. Früher habe ich frei mit Acryl gemalt, was ich sicher auch mal wieder tun werde. Im Moment möchte ich aber die Grundlagen lernen, um richtig zu malen. Ich möchte aus der Gruppe, mir egal, ich lasse das jetzt so austreten, um besser zu werden.
ich kenne die Gruppe jetzt nicht, ich weiß nicht, es ist eine Facebook-Gruppe, irgendwann so gut, dass ich meine vielen Ideen auf Papier, Leinwand oder Ähnliches bringen kann. Okay, das musst du nicht. Du musst nicht warten, bis du irgendwie gut bist oder sonst gut bist, sondern du kannst bereits jetzt anfangen, deine Ideen auf Papier, Leinwand und Ähnliches zu bringen, weil wenn du dann mal gut bist, dann denkst du, ah, ich bin immer noch nicht gut, obwohl du dann schon besser bist als früher. Und das setzt sich dann irgendwie fort. Irgendwann musst du ja anfangen mit Leinwand und Papier. Also es gibt nie den richtigen Augenblick. Du kannst natürlich dann Studien machen, architektonische Studien, vielleicht figürliche Studien, aber auf jeden Fall mal auch deine Sachen nebenbei. Und du siehst dann effektiv, wo du schneller Fortschritte machst, wo du besser wirst, wo du dich besser fühlst, was dir besser gelingt. Und es braucht auf jeden Fall beides. Okay, schauen wir uns die Skizzen an. Also das ist Skizze 1 mit Bleistift. Die Figur wird langsam aufgebaut. Also okay, wunderbar. Auch hier sehr schöne Striche. Und hier ist sie schon fertig. Gut. Das ist nur ein Ausschnitt. Das Bild ist effektiv dann größer. Wir sehen es gerade. Und hier kommt schon der Hintergrund, der Boden dazu. Und auch hier finde ich die Striche, ich finde so kraxelige Suchstriche viel, viel interessanter als jetzt perfekte Striche mit einem Zug, zack, und er sitzt schon. Und so etwas hier ist effektiv viel persönlicher, viel organischer auch anzuschauen. So, und das ist die Zeichnung, die finale Zeichnung. Ich finde die wirklich auch sehr, sehr schön. Die Farben sind so leuchtend und frisch und lebendig. Den Strich hast du hier ein bisschen, also den lebendigen Strich der Skizze hast du natürlich dann hier ein bisschen übermalt, nicht verloren, aber übermalt. Was natürlich dann, ja, was logisch ist, wenn man Farben draufhaut. Aber ich finde die Farben, die Glanzpunkte, man fühlt, dass es aus Holz ist, dass die Figur da lackiert ist. Ich sehe leider hier nicht das ganze Blatt, wie das Ganze, vielleicht geht es ja noch weiter in die Höhe. Hier wird es wahrscheinlich aufgehört haben. Auf jeden Fall, wenn ihr mir Fotos schickt, schickt mir die Fotos vom ganzen Blatt, damit ich sehe, wie das effektiv auf dem Blatt liegt. Nicht nur die Zeichnung selber, sondern ein bisschen so drumherum. Weil ja, die Platzierung macht auch etwas mit der Zeichnung, mit der Bildwirkung. Aber die Platzierung, die ist jetzt mittig. Grundsätzlich hätte ich jetzt die Figur ein bisschen weiter unten platziert. Ich hätte es ein bisschen nach unten geschoben, weil der sitzt ja auch auf dem Boden. Den Boden ein bisschen, weil da ist nicht viel los, da muss man nicht viel zeigen. Dann eher lieber dann die Wand ein bisschen ausbreiten nach oben und hier ein bisschen Zeichnung da weiterführen. Und so hättest du zwei Bereiche, die sich da auch gut miteinander harmonieren und sich ein bisschen auch in der Perspektive ergänzen. Und wie gesagt, also die Figur, finde ich, die könnte einem Kinderbuch stammen, also wirklich sehr, sehr malerisch gezeichnet. Wie gesagt, du hast gezeichnet, aber wie gemalt sieht das aus? Gefällt mir irrsinnig gut. Was ich schade finde, ist hier die Perspektive mit den Farben, also mit den Kontrasten. Zwar hast du in der Wand hier, ich weiß schon, die ist in der Vorlage stark und da haben wir noch diese Platte hier, aber jetzt diesen ganzen Bereich hier, so, der hätte nicht so stark sein müssen, weil wenn wir zum Beispiel hier schauen, dieser Bereich und dieser Strich hier, das ist genau gleich stark im Kontrast wie seine Haare und sein Kopf und sein Kragen hier. Also die befinden sich auf der gleichen Ebene. Na, die Figur ist dann nicht mehr weiter vorne und die Wand weiter hinten, sondern durch den gleichen Kontrast sind sie auch gleich wichtig. Und auch diese Platte hier, die braucht es nicht unbedingt. Ich weiß, die ist in der Vorlage, aber jetzt in der Zeichnung nimmt sie auch diesen Beinen ein bisschen so das Hauptaugenmerk weg. Ich frage mich, ja, was soll jetzt die Platte hier machen? Hat die Beine auf der Platte oder ist sie weiter weg im Hintergrund? Und das sind so Elemente in den Bildern, in der Vorlage, wo man dann entscheiden muss, nehme ich die jetzt mit oder lasse ich die jetzt weg oder ich akzentuiere sie nur ganz leicht, ich zeichne sie nur ganz leicht. Ich lasse die Figur für mich spielen. Diese Möglichkeit, diese Freiheit zur Abstraktion habt ihr immer. Achte auf die Kontraste in den Strichen, weil wenn die Kontraste gleich stark sind, dann sind die Sachen auf einer Ebene und das ist noch schwierig dann, vor allem wenn sie so nah sind, dann auszumachen, ja, wie weit ist jetzt diese Wand weg? Klebt diese Figur an der Wand oder geht sie in eine perspektivische Richtung rein? Und das andere ist, wie gesagt, ich sehe jetzt nicht die ganze Seite. Vielleicht hast du hier noch ein bisschen Papier übrig und oben auch. Auch hier, je nachdem wie groß das ist, würde ich die Zeichnung nicht bis an den Rand zeichnen, sondern auch ein bisschen hier, ein bisschen Rand freilassen. Das macht die Zeichnung, wie gesagt, ein bisschen leichter auch und hebt sie noch mehr in den Vordergrund. Ja, das war Zeichnung von Lydia. Lydia, danke dir vielmals. Die nächste Zeichnung ist von Michaela.
beziehungsweise sind zwei Zeichnungen, es ist deine Zeichnung, aber es hat einen Hintergrund, einen Verlauf, eine Entwicklung. Michaela hat mir auch zwei E-Mails geschrieben, sie hat die Zeichnung nacheinander geschickt. Also danke dir dafür, Michaela, finde ich ganz, ganz spannend, da deine Gedanken zu lesen. Es ist just for fun und noch nicht fertig. Ich experimentiere mit den Ölpastellkreiden herum. Im Moment zeichne ich die Morgenhunde, sprich jeden Morgen einen Hund. Mittlerweile bin ich schon bei den Morgenkräuterhunden, sprich jeden Morgen einen Hund plus Kraut. Aber ich habe erst einen mit Kraut fertig. Ich bin wirklich nur eine Hobbykünstlerin, die wesentlich mehr Fantasie als Können hat. Dein Foto fand ich wegen des Kontrastes zwischen warm und heimelig und der Straße interessant, mit dem Hund auf der Schwelle zwischen den Welten. Und das Schuhputzmännchen ist zu lustig. Der Hund heißt Jack, ist nicht nur verschlafen, sondern auch ein wenig traurig. Das Schuhputzmännchen gibt den Hinweis, welches Kraut zu Jack gehört. Minorus gutaus, das ist gut gegen Traurigkeit. Die Kräuter samt Blüte kommen noch aufs Bild. Also das ist das erste Bild. Und Michaela, du hast wirklich die Zeichnung komplett abstrahiert. Und wie gesagt, du machst dein Ding, das finde ich auch sehr gut. Das war wie eine Vorlage, ich zeichne Hunde, okay, da ist ein Hund drauf, ich zeichne den Hund. Der Rest ist mir wurscht, absolut legitim. Das finde ich ja toll, dass man wirklich mit der Vorlage machen kann und sollte, was man will. Und ich finde auch die Umsetzung sehr, sehr spannend mit diesen vielen Farbflächen. Okay, da kann man einen Hundekopf erkennen. Ich weiß nicht, wie weit das zu deinem Konzept passt, die Hunde zu abstrahieren. Nur so leicht wie möglich erkenntlich zu machen, beziehungsweise du möchtest dann lieber mit den Farben experimentieren und mit ganz losen Strichen. Das ist so ein Ding für sich. Da kann ich wenig dazu sagen, weil es ist wirklich so eine Konzeptkunst hier. Mit der Vorlage hat das wie nichts mehr zu tun. Es ist ein Dackel. Ja. Die Farben, die hast du komplett anders gemacht. Das ist wieder nur ein Ausschnitt des Bildes. Im zweiten Teil hast du dann das Bild ein bisschen breiter. Wir schauen jetzt mal das zweite Bild an, beziehungsweise den zweiten Text, den du geschrieben hast. So, Jack, also der Hund, ist fertig, aber die Narrenkappen sollen das Schuhputzmännchen symbolisieren. Von der Idee her okay, weiß eh keiner ohne Erklärung. Aber ohne vom Material her, also die Kappen mit Buntstiften ausgemalt, passt ja gar nicht, lenkt von Jack ab. Das heißt, ich hätte die anders andeuten müssen, nur mit Feinliner oder eben schon vorher mit Ölpaster, Flascher, Anlegen, sorry. Das ist dein finales Bild und hier sehen wir schon das ganze Papier, also wirklich sehr, sehr länglich das Format. Und ich denke, das passt ja zu deinem Konzept, wo dann die ganzen Hunde auch in diesem länglichen Format liegen, stehen oder springen oder was auch immer. Ich finde die Idee gut, mit den Narrenkappen die Figur umzusetzen bzw. zu symbolisieren. Eine kleine Metapher für die Figur. Wie gesagt, ohne Erklärung geht das nicht. Ich finde jetzt nicht, dass sie stören, überhaupt nicht, weil sie eben so fremd sind, diese Narrenkappen, weil sie eben so auch komplett fremdes Element sind, weil sie eine Metapher sind für die Figur, dürfen sie auch dementsprechend anders sein, also wirklich dann anders gezeichnet sein. Dieses Malerische dann und dann diese Zeichnung mit dem Ölpastell, ich finde, das passt gut, gibt dem Ganzen eine andere Dimension und eine neue Ebene und das macht sie auch dementsprechend fremd. Vom Konzept, von der Idee her, finde ich dieses Fremde passender, als wenn du es an die Zeichnung angelehnt hättest, dann würde es aussehen, als ob der Hund vielleicht träumen würde oder ob das irgendwelche Schmetterlinge wären, wo dann im gleichen Stil mit der Figur wie verschmelzen. Die würden dann ja wirklich zusammengehören, aber das tun sie ja nicht. Darum finde ich auch diese Abstraktion hier gelungen. Also ich gratuliere dir zur Interpretation der Vorlage. Ich hätte so etwas gar nicht erwartet. Das ist wirklich so wie 180 Grad weit weg, aber passt. Auch vom Platz her sehr relativ beschränkt. Wie gesagt, mittig machst du nie etwas falsch. Das passt dann immer. Macht das Bild ein bisschen ruhiger. Klar hätte man den Hund ein bisschen so auf die linke Seite nehmen können, also lieber auf die rechte Seite statt auf die linke Seite. Dann wäre der Kopf eher in der Mitte gewesen, was ja das Wichtige ist. Und der Rest könnte hier, dann wären die Kappen ein bisschen, vielleicht hier wäre eine und hier wären dann vier Kappen. Wäre ein bisschen so diese Dynamik noch ein bisschen verstärkt worden. Ansonsten schon. Und wie gesagt, du hast hier Jack geschrieben und das Datum genau. Wenn ihr eine Zeichnung macht, datiert sie immer, wenn es möglich ist. Vergesst das nicht, dass ihr da wisst, wann die Zeichnung entstanden ist. So könnt ihr auch euren Verlauf ein bisschen so nachtracken und schauen, wie ihr euch da verbessert habt. Ansonsten, wie ich unter jede Zeichnung oder auf die Rückseite dann das Datum, wenn es die Zeichnung tangiert und euch das nicht gefällt. Rückseite geht immer. Genau, das war der Beitrag von Michaela. Vielen Dank. Kommen wir zur letzten Person, Ulrike. Auch Ulrike hat mir etwas Kleines geschrieben. Es hat Spaß gemacht, auch wenn es perspektivisch nicht so gut gelungen ist. Macht nichts, die Zeichnung ist mega gut gelungen.
Perspektive ist wirklich wurscht, es geht um die Wirkung. Auch mit dem Schatten unter dem Tisch bin ich nicht zufrieden. Ja, ich auch nicht, aber dazu komme ich dann. Aber ich bin ja auch nur eine Hobbymalerin, trotzdem würde ich mich über ein paar Worte von dir freuen. Also, dass du eine Hobbymalerin bist, hier das Bild. Wow, eine sehr lebendige Hobbymalerin. Ich finde die Farben wirklich, diese Leuchtkraft und diese total freie Strichführung, also die Perspektive pfeift drauf. Die ist wichtig, dass man sieht, ah, die Tür steht irgendwie gerade, dass da nicht irgendwie das Ganze umkippt. Ansonsten, wichtiger ist immer die Bildwirkung, die Geschichte im Bild, dass das ein Haus ist, dass da eine Mauer ist, ein Tisch. Man weiß das irgendwie schon, dass da irgendwie gerade ist. Das muss ich auf der Zeichnung nicht nochmal sehen. Und wichtiger ist hier wirklich deine Handschrift zu lesen. Die ist absolut fantasievoll und schön und bewegend. Auch wie du mit den Farben umgehst. So freie, schnelle Kleckse hier zum Beispiel hier unten mit dem Aquarell. Zack, zack. Zack, genau, hier ein bisschen trocken abgetupft, abgerieben. Und das ist absolut klasse. Und du hast dich getraut, wirklich dann den Raum zu zeichnen, wo ganz, ganz viel Zeug rumhängt und ganz viel Wischiwaschi drumherum ist. Irrsinnig gut eingefangen, es ist nicht überladen. Ich habe jetzt die Vorlage nicht präsent. Ich weiß, dass da viel los ist. Auf jeden Fall die Zeichnung, wie ich sehe ja die Vorlage nicht, wenn ich eine Ausstellung sehe oder wenn ich Bilder schaue. Kann ich ja nicht vergleichen mit der Vorlage. Ich sehe nur das, was ich da auf dem Blatt vor mir habe. Und in diesem Sinn funktioniert das alles hier bestens. Und ich finde es schön, wie du hier diesen dunklen Bereich hier farbig gestaltet hast, warm. Und diese Seite, die linke Seite, eher kühl und ein bisschen ja, leichter. Und auch die Aufteilung ist sehr schön. Hier haben wir so ein Drittel und hier das zwei Drittel. Also die Drittelregel passt hier perfekt. Im unteren Drittel findet das Leben statt, also der Hund, die Figur, und oben ist dann effektiv nur Raum und Raumwirkung. Mit dem Schatten, wie du gesagt hast, hier unten, das stimmt, da liegt irgendwas Kartoniges. Oder gehört der Kopf jetzt, diese beiden, wie gesagt, ich habe die Vorlage nicht, gehören diese beiden zusammen mit dem Karton hier. Also das hätte man ruhig so weglassen können, beziehungsweise diese zwei Gesichter sein lassen, aber diesen Karton ein bisschen, ja, gar nichts zeigen, sondern wirklich nur ins Dunkle eintauchen oder nur das Dunkel zeichnen und den Karton vielleicht mit einem dunkleren Strich als Umriss zeigen, hätte genügt. Und dann hättest du effektiv dann diese Figuren in den Vordergrund gebracht. So kann ich mich dann besser vielleicht auf die Details hier oben fokussieren und das Ganze mal anschauen. Du hast wahnsinnig schön, du sagst alles, aber du zeigst keine Details. Man kann da antizipieren, dass da irgendwelche Figuren drauf sind, da vielleicht ein Kätzchen oder ein Hase, da vielleicht ein Vogel. Also ganz, ganz toll hier diese Details einfach mal ja, so locker hingeschmissen, aber also im positiven Sinn. Aber der Strich finde ich nicht durchgezogen, nicht von Rand zum Rand. Das finde ich sehr schön, sondern ein bisschen so hier, da, höre ich auf, da. Also wirklich diese Freiheit, dieses Spielerische. Der Tisch finde ich Hammer. Also, dass der hier so schräg steht und das Bein hier gefällt mir sehr, sehr gut. Auch, dass die Farben nicht genau an den Kanten liegen, macht das Ganze noch viel lebendiger. Und die Figur hier, genau das Gleiche, so Farbtupfer setzen. Nicht zu sehr die Kontraste, also die Outlines akzentuieren, sondern nur so ein bisschen andeuten. Und das war's schon. Die Figur passt, die spielt hier eine kleine Haupt. Also eine kleine Nebenrolle. Ich finde auch gut, dass du den Hund nicht zu dunkel gestaltet hast, sondern dass der ein bisschen so eine bläuliche Schattierung hat und ein bisschen so ja, eine gewisse Rundung zeigt. Das Lebendige, das Frische, das Nicht-Perfekte, was ich absolut genial finde, das ist datiert, sehr gut. Und ich denke mal, das ist auch das Bild hier, das Blatt Papier, das zu Ende geht. Finde ich auch sehr schön, dass du nicht bis an den Rand gemalt hast, so ein bisschen Luft gelassen hast und das Ganze auslaufen lässt. Hier weniger, wahrscheinlich geht das Blatt hier noch ein bisschen nach unten oder nicht, ne? Bis zum Rand. Diese Ränder hier sind sehr wichtig, das gibt dem Ganzen noch einen besseren Fokus effektiv auf den Inhalt. Auch die Ausläufe hier der Farbe finde ich sehr, sehr schön. Ja, ganz wunderbares Bild, Ulrike, ganz toll. Du hast dir wirklich sehr viel Zeit und Mühe mit der Vorlage gegeben. Die Farbigkeit, die Lebendigkeit, lass das unbedingt sein. Lass den lockeren Strich, so wie du hast. Geh, wie gesagt, frei mit der Perspektive um. Okay, ich glaube, ich habe euch da nicht gelangweilt. Ich habe ein bisschen vielleicht zu viel erzählt. Ich hätte noch viel mehr sagen können. Ja, ihr fünf, ich danke euch für eure Einsendungen. Ganz, ganz klasse.
Ich hoffe, das Video, diese Inputs haben euch ein bisschen geholfen, weitergebracht. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ganz viel Freude und Erfolg beim Kreieren. Macht's gut, auf bald!